Ja, herzlich willkommen am Nürburgring zum Finale der Deutschen GT-Meisterschaft. Wir sind hier in der schönen Eifel. Das Wetter ist ja, fast schon okay. Es ist trocken, es ist ziemlich frisch, aber durchaus annehmbare Bedingungen. Wir haben hier als ersten Teilnehmer bei unserer PK Mirko Bortolotti, Grasser Racing, zuletzt in Hockenheim, Rennen 1, den ersten Saisonsieg gefeiert, hat eine Außenseiterchance noch im Titelkampf, liegt vor unseren beiden letzten Rennen 34 Punkte zurück auf Tabellenrang 5. Mirko, schön, dass du die Zeit genommen hast, heute hier vorbeizuschauen bei uns. Sag mal, Hockenheim, noch mal eine kurze Rückblende. Samstags top, sonntags flop, oder? Ja, würde ich, ja, flop. Ich meine, es sind halt die Rennen, es war halt Motorsport. Manchmal läuft es besser, manchmal läuft es schlechter. Sonntag war nicht ganz unser Tag. Marco hatte einen fantastischen Start und wurde dann leider umgedreht und war dann mehr oder weniger 20, 30 Sekunden hinterm Feld. Und dann kann man nicht mehr viel ausrichten. Die Strafe für den Kontrahenten bringt uns auch nicht viel in der Situation. Von dem her, klar, Sonntag war nicht gut für uns, war gut fürs Schwester oder gut fürs Team. Samstag war perfekter Tag für uns. Und am Ende war es leider Gottes nicht das Wochenende für unser Auto, wie wir es uns vorgestellt hätten. Ziel war natürlich Top 10 Platzierung, Top 8 war so ein bisschen das Ziel mit dem schweren Auto. Ja, leider Gottes keine Punkte mitgenommen. Hätte besser laufen können, aber wie gesagt, Motorsport ist halt so und das sind die Rennen. Jetzt bist du trotzdem noch im Titelkampf, hast, wie ich gerade schon gesagt habe, Außenseiterchancen. Wie siehst du das? In der Vergangenheit wart ihr mit dem Lamborghini gut, hast 2019 hier gewonnen das Rennen, stand, meine ich, auch auf der Pole. Was erwartest du hier an diesem Wochenende? Ja, Vergangenheit war die Strecke eigentlich immer gut für uns, wie du gesagt hast, aber jetzt ist es 2021, wir sind im November, normalerweise fahren wir jetzt in einer anderen Jahreszeit. Müssen wir mal schauen, ich glaube, es wird sehr, sehr, sehr spannend, da kann einiges passieren, was wir jetzt gesehen haben, heute früh und auch gestern tun wir uns ein bisschen schwer, es fehlt uns noch ein bisschen was, um ganz vorne mitzukämpfen. Ich glaube, vor allem Porsche ist extrem stark an diesem Wochenende und wird wohl wahrscheinlich das Auto zu schlagen sein. Wir haben noch eine Session Training am Nachmittag, wo wir noch ein bisschen was probieren werden. Wir werden natürlich alles geben, Maximum pushen und schauen, was am Ende dabei rauskommt, was die Meisterschaft angeht. Wie du richtig sagst, der Gap ist relativ groß, schon zu groß, um da irgendwie großartig zu hoffen. Aber wir werden uns Rennen für Rennen konzentrieren, schauen, wenn sich irgendwelche Gelegenheiten ergeben, werden wir versuchen, diese zu nützen und dann am Ende werden wir abrechnen. Du sagst, euch fehlt noch ein bisschen was. Was fehlt genau oder woran liegt? In welchen Bereichen müsst ihr noch arbeiten? Ja, also wir haben das Gefühl, wir sind eigentlich sehr zufrieden mit dem Auto. Es fehlt uns einfach ein bisschen die Pace gegenüber der Konkurrenz. Aber ja, abgerechnet wird erst Samstag und Sonntag. Von dem her, es ist zum Glück erst Freitag. Wir werden noch ein bisschen arbeiten. Und ja, ich konzentriere mich eher auf uns und versuche jetzt nicht irgendwelche anderen Faktoren mit ins Spiel zu holen. Wir versuchen unser Paket so gut wie möglich auszunutzen und ja, und das Beste rauszuholen. Und deswegen warten wir mal ab, schauen wir, was die nächsten beiden Tage auf uns zukommt. Aber momentan sind wir ein bisschen am Struggeln. Und ja, aber wie gesagt, eine Session haben wir noch. Wir werden noch arbeiten, versuchen noch was nachzulegen, versuchen noch was, irgendwas zu finden beim Auto, wo wir noch ein bisschen Pace rausholen können, um ganz vorne mitzufahren. Wie sehr ist der Titelkampf ein Thema bei euch in der Strategie, im Team, in der Vorbereitung? Ist es, sage ich jetzt mal, ein Bonus oder arbeitet ihr schon so ein bisschen darauf hin? Hauptsächlich die Teamwertung, weil momentan liegen wir mit in der Teamwertung ganz vorne. Also ich glaube, Priorität Nummer eins, versuchen, die Teammeisterschaft zu holen für das ganze Team, das sehr hart gearbeitet hat und sich diesen Titel natürlich auch verdienen würde. Aber auch da ist es sehr, sehr eng und noch alles offen, sehr packend. Von dem her konzentrieren wir uns hauptsächlich auf das, aber das ändert jetzt unsere Strategie nicht. Ich glaube, wir haben, wir konzentrieren uns einfach Session nach Session, Qualifying und Rennen und ja, versuchen einfach so professionell wie möglich
an die Aufgabe zu gehen und versuchen, unser Bestes zu geben und das Resultat zu holen. Die Strategie kann man deswegen sich eigentlich nicht ausmachen, weil man kann nicht anfangen nachzudenken oder nachzurechnen. Man muss volle Attacke gehen, wenn man im GT Masters ganz vorne sein will, und das werden wir auch tun. Jetzt kommt noch eine Frage hier aus dem Chat zur Strecke. Wir fahren die kurze Sprintstrecke an diesem Wochenende. Sprintstrecke oder Grand Prix-Kurs, die längere 5,8 Kilometer Variante, welche würdest du fahren, wenn du die Wahl hättest, lieber? Ja, definitiv Grand Prix-Kurs. Spannender, sind mehr Kurvenpassagen mit dabei, bisschen High-Speed-Kurven momentan. Mit der Kurzanbindung ist es ja eigentlich eine pure Slow-Speed-Track, alles erster, zweiter, dritter Gang. Es gibt keine richtig schnellen Kurven, deswegen, wenn ich die Wahl hätte, würde ich definitiv Grand Prix-Kurs wählen. Aber es ist auch interessant, natürlich Kurzanbindung zu fahren. Wir kennen sie ja, ist ja immer schon im GT Masters der Fall gewesen. Bietet immer wieder Action und hat man in den letzten Jahren gesehen. Deswegen hoffen wir mal auf eine gute Show und zwei gute Rennen. Okay, dann Mirko. Schauen wir mal, was an diesem Wochenende bei euch rauskommt. Und dann würde ich sagen, ich sehe keine weiteren Fragen. Danke. Dir viel Glück. Vielleicht sehen wir uns morgen nach dem ersten Rennen. Dankeschön. Danke. Dann darf ich zu mir aufs Podium bitten, Maximilian Bug. Danke. Bitte Platz zu nehmen. Ja, Maximilian, dicke Jacke an. Ist eine ganz gute Idee draußen im Fahrerlager. Wie sind eigentlich die Temperaturen in so einem Rennauto so? Ihr habt ja keine Heizung. Wir haben im Mercedes zum Glück den Vorteil, dass wir sehr, sehr viel Luft ins Auto bekommen, was es immer sehr angenehm macht, wenn die Temperaturen warm sind. Jetzt bei den Temperaturen, jetzt am Wochenende, kleben wir alles vorne ab, weil sonst wird es dann schon ein bisschen frisch im Auto. Okay, Handschuhe hast du als Rennfahrer sowieso an, also daran wird es nicht mangeln, eine Mütze auch auf dem Kopf. Lass es mal sprechen hier, du hast noch, Chancen im Titelkampf, 26 Punkte liegt ihr zurück, 56 Punkte liegen noch auf dem Tisch. Gerade im Training wart ihr bester Nicht-Porsche. Wie ist so der aktuelle Wasserstand im Team? Ja gut, wir geben bis zum Schluss alles, bis es rechnerisch eben nicht mehr möglich ist. Natürlich ist es schwierig und wir sind eher in der Außenseiterposition, aber ja, jetzt nach dem Training sah es okay aus. Natürlich hatten wir aber auch schon den Fall wie in Hockenheim, dass wir auch am Freitag ganz vorne zu finden waren und uns dann doch immer noch ein bisschen schwer getan haben am Samstag und am Sonntag. Deshalb erstmal ein bisschen abwarten. Wie sehr beschäftigt euch der Titelkampf? Richtet ihr eure Strategie schon danach aus oder heißt es wie immer volle Attacke und dann schauen wir mal? Ja, wir können uns ja schwer jetzt darauf ausrichten, weil wir müssen, ich sag mal, weit, weit vorne ankommen in beiden Rennen und darauf hoffen, dass die anderen ein bisschen straucheln. Deswegen unsere Strategie ist einfach zu gucken, dass wir von vorne losfahren und wegfahren können und einfach angreifen. Jetzt habt ihr noch gute Titelchancen. Der Mercedes war gestern hier schon sehr, sehr stark und heute eigentlich auch. Porsche war gut. Wie siehst du das Kräfteverhältnis an der Spitze? Ausgeglichen, wie eigentlich die ganze Saison über schon im GT Masters sieht man, dass auch wenn, ich sag mal, andere Hersteller vielleicht am Freitag oder am Freitag noch nicht alles zeigen oder vielleicht ein bisschen andere Programme fahren, dass am Ende trotzdem Qualifying, das immer bunt gemixt ist zwischen den Marken und dass man eigentlich jetzt nicht damit rechnen kann, dass jetzt unbedingt ein Porsche oder ein Mercedes auf eins steht, sondern es gibt andere Marken und Hersteller, die auch vorne reinrutschen können und reinfahren können. Deshalb sehe ich das sehr, sehr ausgeglichen. Dann schauen wir mal, wer morgen als Erster über die Ziellinie fährt. Ich habe diese Woche gelesen im Internet, es läuft noch eine Tattoo-Wette zwischen deinem Teamkollegen und dem Jules. Läuft auch eine Tattoo-Wette mit dir über die Anzahl von irgendwelchen Pole-Positions?
Also das ist jetzt das erste Mal, dass ich von der Wette höre. Bitte? Das ist das erste Mal, dass ich von der Wette überhaupt höre. Deshalb, mir sagt das nichts. Ich habe keine Tattoo-Wette laufen. Ich werde wahrscheinlich jetzt über den Winter nochmal mir ein bisschen Gedanken machen, was ich jetzt nächstes mache. Okay, gut. Dann sehe ich keine weiteren Fragen mehr an den Maxi hier. Ich schaue nochmal gerade. Nein. Könnten wir den Ton noch ein bisschen aufdrehen? Ich bekomme eine Reklamation, dass der Ton relativ leise ist. Aber ich muss lauter reden. Bitte? Ich muss einfach ein bisschen lauter reden. Du musst lauter reden. Okay. Ja. Ja, Maxi, dann danke an dich. Viel Glück. Und dann schauen wir mal, was die Rennen hier bringen morgen und übermorgen. Dankeschön. Danke. Guten Appetit. So, jetzt haben wir einen echten Lokalmatador hier. Pierre Kaffer. Kommt aus der Gegend, schon länger, glaube ich, ein bisschen woanders wohnhaft. Sehr erfahren hier am Nürburgring. Pierre, wann bist du das letzte Mal am Nürburgring im November gefahren? Ein Autorennen. Oh, ich glaube, im November bin ich hier oben noch nie ein Rennen gefahren, aber ich erinnere mich, letztes Jahr hatten wir auch das Finale im November und genau auch am gleichen Wochenende, weil am Sonntag ist ja mein Geburtstag. Können wir den Ton noch ein bisschen lauter drehen hier? Okay. Finale hier im November im vergangenen Jahr waren wir sogar noch ein bisschen später in Oschersleben. Wie hast du hier die Streckenverhältnisse gestern und heute erlebt? Ich muss sagen, im Vorfeld gab es ja so viele, viele Gespräche. Ja, geht zum Nürburgring. Der Nürburgring, der kann ja alles haben. Wir erinnern uns ans 24-Stunden-Rennen, wo es gehagelt hat, wo es hier oben schönstes Wetter war und in der Fuchsröhre das Rennen abgebrochen werden musste und das im Mai. Und ich finde jetzt die Bedingungen hier im November, momentan sind sie gar nicht so schlecht. Wir hatten keinen Nebel, wir konnten fahren, wir mussten nichts verschieben und da muss ich auch ein ganz, ganz großes Kompliment an den ADAC und dem Veranstalter von der GT Masters ein Kompliment aussprechen, dass sie das wirklich auf sich nehmen und den Mut beweisen, die Veranstaltung auch durchzuziehen mit einem Plan B. Und ich glaube, für die Fans bieten wir sehr viel und es ist schön, wenn man sieht, wie in Hockenheim die Veranstaltung wieder angenommen wird und dass die Leute da viel Lust drauf haben, wieder zur Rennstrecke zu kommen und das ist sehr, sehr schön. Was macht man denn mit dem Auto, wenn wir kühle Temperaturen haben wie hier, 6 bis 8 Grad Außentemperatur? Stellt ihr da euren Audi ein bisschen anders ein? Der Maxi hat gerade schon gesagt, sie kleben ein paar Stellen ab, damit es nicht ganz so frisch wird im Auto. Aber wie beeinträchtigt so eine Temperatur und eine kühle Asphalttemperatur auch das Setup vom Auto? Ja, also das ist wirklich... Ich glaube, da arbeiten gerade alle Teams fieberhaft dran, auch seit Hockenheim, dass wir versuchen, Reifentemperaturen zu generieren. Hier in der GT Masters fahren wir immer mit kalten Rädern aus der Box raus. Das heißt, man muss da schon ein bisschen Obacht walten lassen in den ersten paar Runden, bis der Reifen dann auf Temperatur und auf Druck auch kommt. Gerade jetzt hier oben am Nürburgring, wo es halb nass, halb trocken war, ist es da natürlich noch umso schwieriger, den Reifen zum Arbeiten zu bringen. Und wir wissen alle im Motorsport, der Reifen ist der einzigste Kontakt zur Straße und das gilt es dann auch ans Arbeiten zu bringen. Und wir bei Audi oder gerade bei Rotronic Racing arbeiten da gerade fieberhaft dran, dass wir das auch schaffen, bei uns gerade auf der Vorderachse. Wie das eine ist das Auto, das andere ist der Fahrer. Bei solchen etwas kühleren Temperaturen macht sich der Fahrer dann auch noch ein bisschen mehr warm, bevor der ins Auto steigt? Läufst du irgendwie vorher eine Viertelstunde durchs Fahrerlager oder machst 20 Minuten Seilchen springen, um auf körperliche Betriebstemperatur zu kommen? Ja, ich trinke eher einen Tee. Ich glaube, das Adrenalin ist schon da und natürlich macht man sich ein bisschen warm, aber man versucht sich natürlich warm zu halten. Gerade in der Box ist es natürlich sehr, sehr kalt und das sollte natürlich nicht sein, dass man im Rennoverall da gerade anfängt zu frieren, bevor es losgeht. Also von dem her versucht man das schon, dass man wenigstens warm ins Auto steigt.
Sportlich habt ihr an diesem Wochenende ja noch ein Ziel. Dein Teamkollege Ilia Erhardt ist in der Trophywertung unterwegs, hat dann noch eine rechnerische Titelchance, eine Außenseiterchance, muss man sagen, aber eine Chance ist da. Euer Schwesterauto hat noch eine Titelchance in der Juniorwertung mit dem Dennis Marshall und mit dem Kim-Louis Schramm. Wie siehst du den sportlichen Teil? Du kannst ja Ilia auch verhelfen zur erfolgreichen Titelverteidigung in der Trophywertung. Ja, genau. Letztes Jahr haben wir es geschafft, die Trophywertung für den Ilia zu gewinnen. Und ich sage es mal so rum, in der GT Masters, bei den Rennen, da ist alles möglich. Und das ist auch das Spannende in der GT Masters, dass man vorher nicht sagen kann, wer das Rennen gewinnt oder wie der Zieleinlauf ist. Und wenn man das gerade sich heute Morgen wieder angeschaut hat, dann muss ich sagen, die GT Masters ist eine ganz, ganz tolle Serie. Die Markenvielfalt und dann auch, wie eng alles beieinander ist. Hier geht es ja wirklich ein Zehntel, fahren 8 Autos aufs Zehntel gleich, da geht es nur noch um Hundertstel. Und das ist auch die Action, die wir dann im Rennen haben. Da will natürlich der eine am anderen vorbei. Und ich glaube, es gilt einfach, sich aus jedem Schlamitzel rauszuhalten und dann auch wirklich in die Punkte zu fahren. Und dann muss man sehen, wo die Konkurrenz ankommt. Kommen wir noch mal kurz auf die Strecke zurück. Ich glaube, dich müssen wir nicht fragen, welche Streckenvariante du hier favorisierst. Am liebsten, glaube ich, die ganz lange Strecke. Ich glaube, das liegt auf der Hand. Ich meine, ich komme hier oben aus der Eifel und da ist die Nordschleife ist schon einzigartig und das in der Welt. Und da kann man schon stolz drauf sein, dass wir das hier bei uns haben. Und jeder, der die Nordschleife kennt, das hat so viele verschiedene Facetten. Das ist immer wieder schön, hier oben doch hier hinzukommen. Für die Nordschleife haben wir ganz tolle andere große Veranstaltungen. Jetzt fahren wir die Sprintstrecke beim GT Masters. 3,6 Kilometer kurz, zweitkürzester Kurs im Kalender. Was sind da so die Schlüsselstellen auf der Strecke? Naja, das liegt auch auf der Hand. Ich meine, da es so ein kurzer Kurs ist, fahren wir sehr, sehr viele Runden. Das heißt, man muss da wirklich sehr, sehr konzentriert bleiben, man muss sich den Reifen gut einteilen und man braucht vor allen Dingen ein Auto, was sehr, sehr konstant ist und nicht über einige Runden abbaut. Und das, glaube ich, sind die Schlüsselstellen hier. Und wenn ich mir dann die Kurve 1 anschaue und gerade Kurve 9, also da brauchen wir auch ein Auto, was sehr gut auf der Bremse ist, im Motordrom sehr gut dreht und eine sehr gute Traktion hat. Und das sind alles schon so Eigenschaften. Das alles auf den Punkt zu bringen, ist nicht einfach. Und wenn man dann sieht, dass das ganze Feld so knapp beieinander ist, dann kann man sich schon vorstellen, dass das Rennen sicherlich dann auch wieder sehr, sehr spannend sein wird. Gut, dann schaue ich mal in den Chat, ob wir hier noch Fragen haben an dich. Hier sehe ich keine. Hier sehe ich einen Gruß von Christina an P. Kaffer. Ja, danke, viele Grüße zurück. Dazu. Sehr schön, wer immer das auch sein mag. Weitere Fragen sehe ich nicht. Ja, dann können wir uns nur mit den Worten verabschieden, die ich hier von unserem Fan Petrolhead sehe. Wir drücken allen Fahrern die Daumen für ein sauberes Rennen und freuen uns schon. Danke an alle. Ich glaube, das können wir direkt mal so stehen lassen. Freuen uns auf zwei tolle Rennen hier am Wochenende. Danke, Pierre, dass du dir die Zeit genommen hast. Gleich geht's wieder ins Auto. Genau. Jetzt gehen wir erst noch was essen. Jetzt geht es erst noch mal was essen. Dann bleibt Danke. Für mich nur noch zu sagen, morgen ADAC GT Masters Rennen 1 vom Nürburgring. Bei Nitro bereits um 14.30 Uhr gehen die Kollegen auf Sendung. Rennstart 15.30 Uhr am Sonntag. Das große Finale ab 15 Uhr bei Nitro im Stream bei RTL Plus oder auf adac.de/motorsport. Vielen Dank. Bis morgen.